Hallo zusammen, wir wollen uns in dieser Folge mit der Vektoranalysis beschäftigen und dem Einstieg in die zwei unterschiedlichen Arten der Felder, die man in der Vektoranalysis unterscheidet. Wir haben einmal die Skalarenfelder, das Skalarfeld, was wir uns ansehen wollen, und dann haben wir auf der anderen Seite sogenannte Vektorfelder, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Wie ist ein Skalarfeld definiert oder was ist die Bedeutung eines Skalarfeldes? Bei einem Skalarfeld wird jedem Punkt im Raum ein Wert zugewiesen, also Zuweisung eines Skalars, daher auch der Name. In jedem Punkt des Raums. Währenddessen bei einem Vektorfeld entsprechend jedem Punkt des Raumes ein Vektor zugewiesen wird. Das heißt also, wir weisen jedem Punkt einen Wert und dann noch eine Richtung zu. Also Zuweisung eines Vektors in jedem Punkt des Raumes. Dazu jetzt gleich noch zwei Beispiele. Also das skalare Feld zum Beispiel, wenn wir uns das jetzt mal im zweidimensionalen ansehen, als Beispiel definieren wir eine Funktion phi, die hängt jetzt in unserem Fall von x, y und z ab. Und wir sagen, wir haben einen Wert, eine Konstante phi 0 und ziehen davon den Abstand zum Mittelpunkt ab r, währenddessen das r definiert wird als Wurzel aus x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat in der Form. Das heißt, wenn wir das mal visualisieren, im Zweidimensionalen, das heißt, also wir haben die x-Achse nach rechts, die y-Achse nach oben und die z-Achse kommt jetzt aus der Ebene raus. Was passiert denn? Wir haben also hier in dem Mittelpunkt haben wir also den Wert phi 0, eine Konstante, und dann immer im Abstand r gibt es dann Linien mit den einen konstanten Wert haben. Das sind die sogenannten Niveauflächen, die also dann entsprechend kreisförmig oder kugelförmig sich um den Mittelpunkt ausdehnen und entlang dieser Niveauflächen ist der Wert unserer skalaren Funktion immer gleich. Das heißt, so haben wir das skalare Feld definiert. Jeden Punkt im Raum wird jetzt also hier dieser Punkt, dem wird jetzt also ein Wert zugewiesen. Also wenn das jetzt hier der Wert phi von die Achsenskalierung machen 1, 2, 3, also 1, 2 und 0, also wir bleiben in der XY-Ebene, dann weisen wir diesem Punkt den Wert zu, das ist also dann phi 0 minus, und dann haben wir halt hier 1 plus 4 plus 0, das entspricht also phi minus Wurzel 5 als Beispiel. Das heißt also, dieser Punkt hier hätte also den Wert phi 0 minus Wurzel 5. Ja, so können wir also verschiedene Skalarfelder definieren. Es gibt natürlich in der Physik einige Anwendungen der Skalarfelder, die häufig sind. Dazu gehört zum Beispiel die Temperaturverteilung im Raum. Also können jedem Punkt, an jedem Punkt des Raumes können wir die Temperatur messen. In einem Körper können wir die Temperatur messen. Die Masse-Dichte-Verteilung ist ein Beispiel für ein Skalarfeld. Oder natürlich auch das elektrostatische Potenzial einer Ladungsverteilung, auch da lässt sich dann zu jedem Punkt im Raum das elektrostatische Potenzial bestimmen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Vektorfelder. Da gibt es noch zwei Unterteilungen, die ich noch zeigen möchte. Gucken wir uns das auch nochmal an, welche Arten der typische Arten der Vektorfelder man betrachtet. Allgemein haben wir definiert beim Vektorfeld, also wir weisen jetzt jeden Punkt des Raumes nicht nur einen Wert zu, sondern auch eine Richtung. Das sind also dann typischerweise Strömungsverteilungen,
Wenn ein Gas strömt oder eine Flüssigkeit strömt, dann kann ich jedem Punkt des Raumes die Geschwindigkeit zuordnen, die an einem Punkt wirkt und natürlich dann auch noch die Richtung vorgeben. Das wollen wir uns in diesem Fall auch nochmal genauer angucken. Definieren wir uns also folgendes Vektorfeld. G, das soll also folgende Komponenten haben, einfach x, y und 0. Das heißt, wir weisen jetzt jedem Punkt im Raum einen Vektor zu. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir uns das mal hier wieder in der Ebene anschauen? Wir wieder die x-Achse, die y-Achse nach oben. Was passiert? Also im Ursprung ist der Wert 0 und dann haben wir nach außen gerichtete Vektoren. Das heißt also hier beim Punkt 1, 1. Hier würde also der Vektor diesen Punkt nach außen zeigen, entsprechend natürlich dann hier auch radial vom Ursprung weg. Sind wir zum Beispiel an diesem Punkt hier, das wäre dann ja der Punkt 2, 1 in unserem Koordinatensystem. Das heißt, hier würde dieser Vektor auch in diese Richtung zeigen. Das heißt also zwei Komponenten nach rechts, eine Komponente nach oben. Und so lassen sich entsprechend dann die Vektoren in jedem Punkt einzeichnen. Wir haben also quasi ein Feld, was nach außen immer stärker ist. Das ist ja an dem Punkt 2, minus 2, 2. Da zeigt also dann der Vektor radial nach außen in diese Richtung. Und so lässt sich das entsprechend fortsetzen. Das heißt, also, so haben wir ein entsprechendes Vektorfeld definiert, was in der Form erstmal keine physikalische Anwendung hat, sondern erstmal nur eine mathematische Definition ist, die wir hier uns ansehen wollen. So, das andere Feld, also das ist ein sogenanntes Quellenfeld. Wir werden im späteren Video noch sehen, woher dieser Begriff kommt. Quellenfeld. Bedeutung ist, dass es hier quasi im Zentrum eine Quelle, mathematische Quelle, eine sogenannte Divergenz gibt, die dazu führt, dass hier diese Vektoren entstehen. Die Anwendung ist dann die Divergenz an dieser Stelle, dass wir also hier mathematisch betrachten können, haben wir eine Quelle, also die Erzeugung oder die Vernichtung, also eine Senke von etwas. Das ist also insbesondere bei der Kontinuitätsgleichung in der Physik natürlich immer relevant. Wenn wir jetzt also ein Volumenelement betrachten, was hier im Raum ist, was wir jetzt hier einzeichnen können, ist dann die Frage, ist hier in diesem Volumenelement strömt hier mehr ein als aus oder umgekehrt weniger ein als aus. Das lässt sich dann entsprechend betrachten. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch eine zweite Art der Vektorfelder, die relevant sind. Das sind die sogenannten Wirbelfelder. Also definieren wir hier eine Funktion f, die soll, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, y 0 0. Wie sieht also so ein Feld, also ein Vektorfeld aus? Das bleibt natürlich beim Vektorfeld. Wir haben wieder unsere x und hier unsere y-Komponente. Also was passiert jetzt hier, wenn wir jetzt hier an diesem Punkt sind? Dann hat der Vektor an diesem Punkt, in diesem Vektorfeld, die Länge 1 und das hat er hier in dem Abstand parallel zur x-Achse überall. Auch hier an der Stelle zeigen die Pfeile nach rechts. Entsprechend hier bei y gleich 2, da ist die Länge dann schon 2 von diesen Vektoren und hier vielleicht 3 haben entsprechend noch größere oder längere Vektoren. So, und so können wir entsprechend ein Vektorfeld aufbauen, was in diese Richtung zeigt. Entsprechendes gilt natürlich dann hier auf der negativen Teil. Da ist es dann genau umgekehrt. Da haben wir hier dann minus 1. Das heißt also, die Vektoren zeigen hier in die entgegengesetzte Richtung und haben hier diese Art des Vektorfeldes. Und wieso nennt sich das jetzt ein sogenanntes Wirbelfeld? Ja, das ist im Prinzip, wenn man gedanklich so ein Schiffchen in dieses Vektorfeld setzt oder einen Klotz, einen Korken, dann passiert Folgendes. Also zeichnen wir uns mal hier so einen Würfel ein. Was passiert, wenn er jetzt in diesem Feld ist? Der fängt an zu rotieren, weil die obere Kante hier an dieser Stelle erfährt eine höhere
Bewegungsgeschwindigkeit als die Unterkante. Und das führt dazu, dass wir hier, dass es hier zu einer Rotation kommt, dass Wirbel entstehen. Das heißt, der Würfel fängt an, sich zu drehen. Das erkennt man dann durch die Rotation, und auch mathematisch lässt sich das dann durch eine Rotation beschreiben. Das werden wir uns dann im folgenden Video einmal ansehen.